Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty hier im Kalten Krieg und auf einer kalten Map. Hallo? Oh, mal gucken, ob wir hier lang kommen. Jo, glaubst du ein bisschen GMR-14 nochmal ausprobieren? Wir Oh. übernehmen die Kontrolle. Was war das? Nee, tun wir nicht. Das ist jetzt eine Waffe, wo ich gerade so gar keinen Bock drauf habe. Aber wie man auch gesehen hat, macht es auch irgendwie gar keinen Sinn. Wir versuchen mal zu snibbeln. Erste Runde für heute. Und dafür ist die Waffe mir jetzt doch ein bisschen zu kompliziert. In der letzten Folge ja so ein paar Aufsätze für freigeschaltet. Oh. Schon mal sehr, sehr cool. Ja, man muss halt auch was mehr treffen, oder? LOL. Ist das schlecht, oder? Ist das schlecht, ey. So, mal kicken. Kann ja Sniper ja nur besser werden, ne? LOL. Jo, wird so. Okay. Snipen macht hier halt echt Spaß in dem Game, oder? Ich glaube, ich bleib jetzt auch beim Sniper. Wollen wir hier mal irgendwo so eine Mine hinlegen? Die Frage ist, von wo sie halt kommen würden, ne? Liegt jetzt einfach mal hier irgendwo just for fun hin. Fällt ja auch überhaupt nicht auf, da habe ich nie, ja? Oh, man, die hittet. Jetzt haben wir ihn. Der ist erledigt. Ah, die Waffe macht gut und gerne mal Hitmarker. Das ist mir schon aufgefallen. Aber ach naja. Ich habe mit der Waffe angefangen. Jetzt habe ich auch Bock, die ein bisschen weiter zu leveln. Und mal gucken, was so die anderen Aufsätze denn so mit der Waffe anstellen. Nein. Ich dachte, ich habe hier einen Stim bei. Habe ich natürlich nicht. Hä, wo ist denn da einer? Oh, ist das eklig. Kick dir dann, ey. Na, warte. Ich hol mal von der anderen Seite. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Wo war er? Keine Ahnung. Ach, da. Oh. Ist ja immer noch hier. Ja, wieder nur Anja, ne? Oh. Dachte, ich hätte eine Pistole bei. Naja, eine große Pistole. Gucken, ob der da gleich hoch lang herankommt. Kurz warten. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Feindliches Spionageflugzeug. Das machen wir es mal lecker kaputt. Feindliches Spionageflugzeug am Boden. Wir haben noch nicht gewonnen. Konzentriert euch. Teammate ist hier gerade gestorben. Läuft hier jetzt einer runter? Wie ist Kinder sind, oder? Ja. Jetzt weiß er auf jeden Fall, dass ich gewinne. Das kommt ja der nächste. Lol. Gut, so viel zu dem Thema hier lang. Klappt richtig gut, wa? Also mal wieder hier. Halbzeit. Ja, hat ja irgendwie Lust weiter zu snipen. Lief jetzt gar nicht so schlecht, oder? MP5. Okay. Nicht schlecht. War da gut gemacht, oder? War da echt gut gemacht. Tja. Thermalvisier und MG halt, ne? Den will ich challengen. Erobert die Zielobjekte. Der wird sich ja wohl jetzt. Wir nehmen Charlie
irgendwo Richtung B positionieren. Die Frage ist halt, wo wir uns hin positionieren. Hier darf ich nicht lang, oder? Hier noch? Bravo wird gesichert. Okay, mal hin. Oh. Erstmal wieder zurück. So, mal ein bisschen Distanz aufbauen. Und dann ist die Frage, wo man sich hier am besten positioniert. Ja, die Rauchgranate ist halt ein bisschen eklig, ne? Das ist 100 Pro von dem Thermal-TB. Also, denke ich jetzt mal zumindest. Zack! Zack! Nice! Zack! Erstmal nachladen. Ah, ist das eine geile Waffe! Und rein vom Damage her gibt es ja noch Snipers, die deutlich mehr Kugelschaden haben. Wir verlieren C. Was? Hm. Lol. Ausgeschaltet. Wir verlieren Kommando, bringt ein Spionageflugzeug in die Luft. Ist zwar jetzt auch ganz schön rumgekämpig hier von mir. Rumgekämpig. Aber. Nein, es funktioniert gerade so gut hier bei W. Hauptsache noch eingenommen. So. Oh. Der ist noch nicht tot dahinter, oder? Aber wenn wir hier spawnen, der sollte ja wohl tot sein. Oh. Das hätte mich jetzt echt gewundert, wenn der jetzt hier noch rumrennen würde. Oh Gott. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Anvisieren. Und schießen. Schade. Nur angehittet. Da reicht der Kugelschaden halt nicht immer aus, oder? Wie soll die Stromleitung hier wackeln? Frage ist, wie realistisch sowas ist. Oh. Das war wieder der. Ne, dachte schon. Okay, da hinten ist einer. Nein. Gar nicht so einfach. Jetzt habe ich ihn. Ausgeknipst. Ah, die Zielstabilität ist noch ganz schön grenzwertig, oder? Irgendein Perk, irgendein Aufsatz dafür ist ja sogar schon drauf, um das Ganze ein bisschen zu verbessern. Nein. Ach, ich bin vorbei. Egal. Ah, ich völlig vergessen, dass ich ja noch so eine Vorräte hatte. Naja. Oh, schade, ich dachte, ich bin so der beste Moment. Den gesniped habe ich ja irgendwie. Oder? Also, manche Situationen habe ich natürlich wieder 3-5000 Mal daneben geschossen. Ja. Aber da in B drinne, wo ich da die 6er-7er-Streak gemacht habe, sah das nicht so schlecht aus, fand ich.
Machen wir mal Gegner, weil jetzt hier noch irgendwelche tollen Aussätze gekriegt haben. Ein Schnellzielgriff, na, guck mal hier an. Für einen Sniper ein Schnellzielgriff. Oh, 16-10. Kann man machen. Ja, wir haben ja erst zwei Sachen hier drauf. Oder? Rückstoßkontrolle beim Sniper? Das ist mir völlig egal. 7-Schuss-Magazin ist vielleicht nicht so blöd. Oh, noch mal Quatsch? Naja. Doch, das machen wir mal. Aus der Hälfte, genau. Ey, naja, der erste Schuss muss sowieso sitzen, deswegen ist Rückstoß ja auch völlig Wurst. Zielstabilität ist schon okay, dass das Visier halt möglichst gerade bleibt und nicht dieses Kreuz hier beispielsweise nicht immer so und so, ne? Oh, jetzt schon wieder los in die nächste Runde. Jo, danke fürs Zusehen, wa? Und bis zum nächsten Mal hier auf Raid. Ciao, ciao.